In der heutigen Folge von Tierarzt Tacheles wird es ganz weich und flauschig, denn heute geht es bei uns hier um das Thema Alpakas. Und da ich da überhaupt kein Fachmann für bin, bin ich heute bei der Vicky. Hallo. Hi. Auf ihrem Hof. Und heute werden wir uns die 10 gängigsten Mythen rund ums Thema Alpakas vorknüpfen. Los geht's. Los geht's. Vicky, ich habe gehört, Alpakas sollen gar nicht spucken. Wir testen das mal. Okay. Alpakas spucken doch. Also, Alpakas können spucken, aber in der Regel spucken die sich nur gegenseitig an. Spucken sich aus Futterneid an und aus Machtverhältnissen. Mhm. Dass die auf den Menschen spucken, ist selten, kann vorkommen, wie wir gesehen haben. Aber man braucht jetzt keine Angst zu haben, dass man zum Alpaka geht, so wie du, und sofort angespuckt wird. Das war jetzt wirklich eine Ausnahmesituation. Normalerweise immer nur untereinander. Aber ja, sie können sehr gut spucken und machen das auch sehr gern und sehr viel. Okay, ich wollte doch wieder mal echt wissen. Ich habe gehört, Alpakas sollen dreckig sein. Ich versuche mal gerade. Das riecht nach Popcorn. Warst du mit denen im Kino? Nein, aber Alpakas riechen wirklich nach Popcorn. Und Alpakas sind total saubere Tiere. Die haben feste Kotplätze, das heißt, sie machen nur auf festgelegten Plätzen und nicht einfach so, wenn sie gerade mal müssen. Die warten dann auch wirklich, bis der nächste Kotplatz kommt, auch beim Spaziergang, und machen dann nur auf ihren festen Plätzen. Und das Fell, das säubern die ganz von selbst. Wir haben überall hier Besen angebracht, da schubbeln die sich dran. Hier haben wir die alten Tannenbäume, da schubbeln die sich auch dran. Und so werden die dann auch wieder sauber. Coole Selbstreinigung. Vicky, ich habe gehört, auf Alpakas sollen viele Menschen allergisch reagieren. Was ist dran? Da ist gar nichts dran. Sogar im Gegenteil. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Bettwäsche, die aus der Alpaka-Faser gerne hergestellt wird, super für Allergiker geeignet. Ich habe gehört, Vicky, man kann auf Alpakas wunderbar reiten. Können wir jetzt auf einen Ausritt? Auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt keine gute Idee. Auf Alpakas kann leider niemand reiten. Selbst kleine Kinder wären zu schwer für die Tiere. Und die Anatomie der Tiere ist überhaupt nicht dafür ausgelegt. Also nein, es kann niemand auf Alpakas reiten. Ich habe gehört, man kann die Alpakas gut mit anderen Tieren zusammenhalten, also vergesellschaften. Klappt das? Geht das? Gibt es da Probleme? Also generell ist das keine gute Idee, Alpakas mit anderen Tierarten zusammenzuhalten. Wir haben ja hier auch Ponys und Schafe, die leben aber wirklich alle getrennt voneinander. Bei den Ponys ist es so, die haben eine ganz andere Körpersprache. Wenn zum Beispiel ein Alpaka ein Pony anspuckt, kann ein Pony gar nichts damit anfangen. Und wenn ein Pony das Alpaka tritt, kann es im Zweifelsfall auch wirklich böse enden. Bei den Schafen ist es so, dass die überall hinkoten, Krankheiten übertragen können, wenn die Alpakas das dann fressen. Ja. Von daher besser nicht. Okay. Mit Lamas kann man sie sehr wohl und sehr gut zusammenhalten, aber von anderen Tierarten ist wirklich davon abzusehen. Okay. Vicky, ich habe auch gehört, Alpakas sollen Obst lieben. Ist Quatsch, oder? Naja, also lieben tun sie es schon. Sie dürfen es nur auf gar keinen Fall essen. Ah, okay. Fruchtzucker und Kohlenhydrate sind nämlich ganz gefährlich für Alpakas. Und wenn du ihm jetzt einen Apfel gibst, dann wird er ihn sofort verschlingen. Ja. Aber bitte mach das niemals. Generell niemals Alpakas oder alle Tiere nicht füttern. Bei Alpakas kann das wirklich tödlich enden, wenn die eine große Menge von Fruchtzucker bekommen. Also Leute, merkt euch, fremde Tiere generell nicht füttern, denn das gehört sich nicht. Vicky, ich habe gehört, dass Alpakas sollen bloß keine Lamas sein. Stimmt das oder ist das was Eigenes? Das ist auf jeden Fall was Eigenes. Und wenn du zu Alpaka-Halter sagst, hallo Lamas, dann mögen die das gar nicht gerne, weil Alpakas sind eine eigene Tierart, genauso wie es Lamas sind. Natürlich sind die beiden miteinander verwandt, aber ja, Lamas sind keine Alpakas oder auch andersrum. Okay, gut. Vicky, die sind so fluffig, so weich. Die muss man streicheln können, oder? Das geht doch bestimmt super. Ich versuche einfach mal. Na, hi. Genau, das ist ein normales Alpaka-Verhalten. Alpakas werden nicht gern gestreichelt, sie gehen einen Schritt zur Seite. Da muss ich dich leider enttäuschen, auch wenn sie so furchtbar weich und flauschig sind. Sie haben das einfach nicht gern. Es sind keine Kuscheltiere. Manche Alpakas lassen es natürlich ein bisschen eher zu als andere, aber generell haben sie es leider nicht so gerne. Schade. Vicky, kann man Alpakas essen? Nee, oder? Doch, Alpakas kann man sehr wohl essen. Ich persönlich würde es nicht tun. Aber in Südamerika, wo die Tiere herkommen, da werden sie sehr wohl gegessen, haben ungefähr einen Stellenwert wie ein Schaf hier.
Und ja, in Europa ist das zum Glück noch nicht so weit vertreten, weil dafür sind die Tiere hierzulande auch viel zu wertvoll. Okay. Vicky, irgendwie nicht, oder? Nein, auch wenn die drei ganz gut ins Haus gehen. Natürlich sollte man Alpakas nicht im Haus halten. Ne? Sie brauchen wahnsinnig viel Platz und auch einen Stall. Und im Haus kann man denen einfach nicht gerecht werden. Ist ein No-Go also in deinen Augen? Absolut. Ich hatte heute bei Vicky hier auf Gut Garzweide eine Mega-Zeit. Wir haben viel gesehen, gelernt, erlebt. Und wir haben daraus zwei weitere Folgen produziert. Und die sind bei uns schon auf dem Kanal. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, denkt ans Abo, denkt an die Glocke und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao!